Solala. Sorry für den Delay, aber jetzt soll es eigentlich wieder passen. Mal bei Steam reingucken. Ja, das sieht gut aus. Also, ETH 40, VMAX 100. Ich mache mal ganz kurz mein Notizding wieder auf. Damit wir den Dispatcher das recht schnell wieder geben können. Also, ETH 40, VMAX 100. 520 Meter, 192 Cargo Run. Alles klar. Ist erstmal so notiert. Gut. Confirm. Ja, wirklich viele Optionen haben wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal hier bei Bystra Voda ein. Experience Level 1. Schauen, was der FDL dazu sagt. Guck mal für einen. Oh, der ist neu. So. Hier mal meine Kamera schon mal anpassen. Gern das als Standardkamera. Shift 1. Auch mal so. Good evening. ETH 40 VMAX 100, 25 Meter Cargo Run. Ich glaube, das werden wir nochmal ganz kurz überprüfen. Ich glaube, wir sind hier wirklich gerade im Randgebiet. Aber ja, das passt. Wir haben hier die Doppeltraktion. Machen wir ganz kurz F9. Screenshot. Machen wir das mal so. Gut. Gehen wir da rein. Ich will den Fahrdienstleiter nicht weiter warten lassen. Also, good evening. ETH 40, VMAX 100, 250 Meter, Cargo Run. Mal schauen, was er da sagt. Ob er das cool findet. Ah, cool. Mein Mikrofon war der ganze Zeit aus. Ja, finde ich voll super. Ja, also nochmal für alle, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind. Wir machen einen Frachtzug mit der ETH 40 VMAX 100 592 Meter 987 Tonnen Cargo Run hat er akzeptiert. Und rein theoretisch machen wir quasi einen Clear Run nach Strumien,
kein Halt dazwischen. Keinen geplanten. Das wäre. Ja, gute halbe Stunde. Und ein paar Minuten nochmal Abfahrt. Ich glaube mal, das werden wir nicht hinkriegen. Wird noch witzig. Und by the way, Sound Alerts sind on, also falls ihr die nutzen wollt, könnt mich nerven. Okay, das ging mal ziemlich schnell. Wir haben Abfahrsignal. Alles gelöst. Gehen wir mal Leistung. Ich hätte dann übrigens gern noch das da. Sagen wir mal ganz kurz Danke. So, vielen lieben Dank. Hab noch einen schönen Abend und gehen wir ihm natürlich. Positive Bewertung. Ist auch noch auf dem Trading-Status. Wäre ich auch. Doppel Plus. Positive Bewertung, hoffe ich mal. Oh, warte mal. Er schickt uns aufs linke Gleis. Warum das? Ist richtig. Ja, ja, okay, hier ist vorbei. Okay, ja, das passt. Gut. Wir müssen mal Shift has ended. Bye. Gut, also er verlässt erstmal die Station und no problem mate. Aber zumindest das Ausfahrsignal hat er uns gegeben, das passt. Gut, warten wir mal auf die nächste Station. Ja, und das ist die Meldung, dass er gegangen ist. Wir fahren mal in die nächste Szenerie. Ich denke mal, das ist schon okay. Dach und First für mich, dass ich dann in der Szenerie mit der Letzte war. Ah, er war ein ABS, ist ja klar. Razzunia Pot G, was ist das hier? Ist die irgendwas? Y. Im Fahrplan. Jetzt richtig gesehen, hab gar nicht vermerkt. Na gut. Ja, Maximum Schmackes. Ah, das ABS, das nervt.
Ja, schon nicht ganz kurz, was wir hier fahren. Stopps. Jetzt aber so gesehen macht es irgendwie keinen Sinn, ne, hätte man der beste Halter hätte und irgendwie anzeigen werden müssen. Aber wie soll ich den POI identifizieren? Also, dass ich wirklich rausschaue? Also, ich hab's ja nicht so ganz draus mit dem Fahrplanlesen hier. Also wann eine Station angezeigt wird und wann nicht. Auch jetzt das Güterverkehr, das ist noch spannend. Wobei, da kannst du natürlich als Güterverkehr natürlich als auf Fahrt fahren, wenn es wirklich in eine Richtung ist. Ohne umsetzen. Was ist noch ein Signalbild? Aber irgendwie würde ich es dann schon noch gern verstehen. Ich meine 100. Hier den ganzen Sektor. Auch nach der Station. Und bei Toko haben wir dann die 70. Und mal wieder laden. Diesmal wollte ich wieder was Größeres. Oh ja. Na komm. Na komm, Spiel. Du schaffst es. Dankeschön. 80. Allow Speed 80. Was? Oh, mal 85? Ja, und jetzt 120. Alles klar. Ich glaube, der Dispatcher hat das aber nicht gesehen, weil es immer jetzt verbunden. Komm, gehen wir gerade mal aufs Maximale. Komm mal für ein. Ja, kein Deutscher. Hallo. Good evening, Radocha 26. Einspurig wäre gerade trotz ein Segment, wo man schön Halt reinknallen könnte, ne? So wie in 4 Kilometer. 30. Das ist nicht zu der Timetable. Also wenn wir dann in 3 Kilometer wirklich halten müssen, dann schauen wir mal, wie die Station heißt. Der Haltepunkt. Gehen wir hier mal ein bisschen zurück. Wie schöner. Nice. We must wait a moment for free track. Naja, passt. Das ist ein guter Zug, von daher. No priority. Gehen wir ganz kurz zurück. Understood. Und Leistung aus.
hat man einmal AWS gehabt. Ah, da, das war DSD. Beziehungsweise der Siever, Entschuldigung. Na komm, geh mal runter. Ja, bin schon noch froh, dass die Bremsen relativ giftig sind. Echt ein bisschen zu giftig. Gib mir noch ein bisschen vor. Bis zum Signal. Ja, so schnell geht's. Ob er wieder grünes Licht kriegt. Noise. Ich bin hier der Einzige in der Sektion. Und dann ist der nächste Bahnhof, der Stress macht wohl. Echt mal ein Glückstreffer, um hier wirklich mal einen Run machen, tatsächlich in der Timetable ist. 22:06 Ankunft. Sieht gut aus. Na, Kollege, bist du drin? Ah, hab nicht gesehen. Ich gehe mal kurz in die Kamera. Haben wir wie zwei Hauptstrecken zusammenkommen. Peter 2051 plus plus. Ja, der gebe ich auch mein Upvote. Ja, gerne sogar. Ja, da geht noch mehr Schmackes. Doch, ist gut. Auch für die Bremse hat wieder ihr Ding, ne?
hier. So. Ach ja, wenn wir gerade beim Zugfahren sind, ne? Wayworlds Online hat er jetzt ein paar Updates rausgebracht und die meisten davon sind interessant, bis auf das letzte, was sie veröffentlicht haben. Und zwar ist es, dass man mit dem neuen Splines Update auch die alten Fahrzeuge drauf nutzen kann. Ich muss wirklich sagen, ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Wie cool es ist. Immer also, das ist die gute Sache, dass es erstmal Updates kommt. Und wäre natürlich jetzt irgendwo der Startschuss, dass man sagt, okay, man fängt jetzt komplett eine neue Map an und schaut, wie es läuft, dass man wirklich mit den alten Sachen unterwegs ist. Aber es gab da noch eine Sache mit den Splines, dass halt die Loks nicht entgleisen können, wenn man zu schnell ist. Weiß es gerade von jemand von euch, wie das mit dem neuen Update jetzt ist? Können sie jetzt entgleisen oder nicht? Oder sind sie wie auf den Gleisen noch geklebt, so wie es jetzt im Beta war? Bin halt noch ziemlich vorsichtig, da halt mal wieder Videos zu machen. 150, 2,3 Kilometer. Ich würde auf jeden Fall Wayworlds Online nochmal eine Chance geben. Ich also bin mich noch nicht ganz vergessen, aber das, was in den letzten Monaten so passiert ist, das ist schon grenzwertig, um es mal so zu sagen. Alles für uns uninteressant. So gerne Chase Camp von extern. It wäre nice. Vor allem für Screenshots. Zwangs ist heute nicht. Extra ein Hotkey auf die Maus reingelegt. Leertaste simuliert. So viel angenehmer. Geilst wäre es natürlich mit dem Raider was zu fahren. Aber das haben sie komplett nicht umgesetzt. Also ist reine Tastatursteuerung, was am besten läuft. Alles gut, wir fahren noch 100. Nicht stressen hier. Und da kommt die nächste Szenerie.
Oh, Twitch, was ist denn mit dir? ...140.0 in knapp 4 Kilometer. Damit doch mal klar. Also wir bleiben erstmal bei der Geschwindigkeit. Bremsen sind recht giftig. Er ist gut, da bin ich. Das wäre das Signal einmal gewesen. Oh, er hat die Fahrstraßen gerade freigegeben. Nice. Wen haben wir denn? Der Mickey Muscle 3. Und dann haben wir noch Liberox. 6 und 7, also relativ erfahren. Ja, dann bleiben wir erstmal bei dem Level. Platz 5, 4, 0, 0, 1, check. Brauchen wir nicht. Was für Station haben wir hier? Irgendwas mit B am Anfang. Haben wir nicht auf der Timetable mit drauf. Ja, Time. Also Jack kann man eigentlich weitestgehend ignorieren, weil das betrifft uns nicht, aber wir können mal abschreiben bis Hallo. Für Höflichkeit. Und hat Hallo gesagt. Aber ja, der wird uns weitestgehend ignorieren, weil der hat uns gerade durchgeschickt auf dem Bahnhof. Durch seine Sektion. Rumien. Ja, ich hätte schon noch Bock, dann später Intercity nochmal zu fahren. Sofern noch genügend Bahnhöfe offen sind. Und das Stellwerk, da sitzt drin. Yo! Tudor hat uns gesehen. Oha, halt in 5 Kilometer. Aber das sieht eher nach Szenarioende aus, dass du nicht komplett übergeben ist. Wirklich. Ein Betriebshalt eingezeichnet. Ja, ich glaube, das wird vermutlich Szenarioende sein. Ich muss sagen, läuft relativ stabil hier auf Stufe 3. Ist ja witzig, er ist hier von Anzeige bei 200, aber unten auf der Digitalanzeige sagt er 372 an. Dennis, wenn wir ganz kurz nachschauen, was das heißt. Wir sind hier gemeint. Okay, das heißt quasi, dass der Ausfahrt einfach gelegt ist. Du meinst? Ja. Danke für den Service. Have a nice shift.
hier mal auf Coast gehen. Bald ein 60er geben. Ja, aber bewerten. Dauer der Warnung. Ich kann mal runter. Das reicht hier schon. Ja, komm, bist du schon wieder fleißig am Arbeiten? Bist jetzt du da noch an? Wieso habe ich jetzt da unten noch einen Balken? Ja, genau. Ich werde es mal kurz akzeptieren. Ich bin jetzt nur spannend, dass ich da unten einen Bremsbalken habe. Gehst du wieder an? Panic Brake! Hä? Was machst du da? Im Gleis? Okay, spannend. Die Sache mal neu. Wieso machst du jetzt da schon wieder das Sitzgeräusch? Alles im normalen Bereich. Hier wieder normal. Aber in der Bunny Position macht er wieder das Hissen hier. Willst du da über dem Strich sein? Ich meine, da wäre ich auch froh, wenn er über dem Strich wäre. Oh, ah, jedes Mal das gleiche. Glaub, für den Passenger Express brauchen wir den Triebwagen, weil der ist ein bisschen geiler. Auch wenn das eine ziemlich geile Lok hier ist, die auch richtig Power hat. Aber mir nervt es so ein bisschen mit der Bremse. Aber ja, auch mit dem Triebwagen, glaube ich, wäre es mal realistisch, dass wir einen Express fahren. Also in Deutschland jetzt nicht gerade ein Intercity-Ersatz, aber ja, okay. Von einer großen Stadt zum anderen. Machen wir mal. Das ist schon okay. Ich glaube, man kann es eher deklarieren als regionaler Express, oder? Leaving! Der nächste Fahrdienstleiter. Der wird sich freuen.
Also eine kleine Müdigkeit macht sie jetzt schon bereit. Puh. Also wenn wir noch Intercity machen, dann einen kurzen Intercity. Oder da, wir haben einen Alarius. Ich glaube, den hatte ich noch nie. Hi, wir haben aber 4 Spieler, also mit mir inkludiert. Oh, wir sind zu schnell. Das ist nicht so gut. Bremsen bitte. Ja, gehen wir mal auf Stufe 2. Ich glaube, das ist der Bahnhof, wo ich in der anderen Multiplayer-Session hier das mega Chaos gehabt habe. Ich kann mich nicht mal den Namen erinnern, aber ich glaube, das war hier. Und ich war hier auf Leistung. Also ein bisschen ungünstig. Acknowledge, was zu haben. Ich war 2 Kilometer alt. Ja, moin Nero! Jetzt hast du den ganzen Spaß verpasst. Da sind unterwegs mit einem schweren Güterzug. Aber ist nicht viel passiert. Also bis jetzt war es tatsächlich eine reibungslose Fahrt. Ich werde aber noch mal Intercity probieren. Weil der City hat irgendwie die Chance dazu, dass er am meisten schief geht. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, ne? Jetzt bin ich mit der Güterzug unterwegs und ich glaube, ich habe mit der Güterzug tatsächlich mal eine Verfrühung. Das musst du mal hinkriegen. Zu früh mit dem Güterzug. Aber ja, ich habe bis jetzt kein einziges S1 gehabt. Immer schön durchkommen. Das nenne ich mal Service. Also das nächste S1 wäre dann hier in 2 Kilometern. Müsste entsprechend, ja, da ist das Vorsignal. Philipp mir dann gleich mal rot an. Bremsen wir mal rein. Ich glaube, das ist schon Strumian, unser Endhalt. Und da steht schon ein Kollege, der wartet auf die Ausfahrt. Eine Frage zu TSW 3. Ja, dürfen auch mehr als eine Frage sein.
ein Pfennigsender gibt es die Classic 6 zweimal. Warum ist eine mit der OS-Kupplung ausgestattet? Gute Frage. Ich komm gleich dazu. Ich will jetzt ganz von hier den Halt machen und dann komme ich gleich auf deine Frage zurück. Streamian, das ist unser Endhalt. Alles klar. Nach hinten gucken. Ja, abgesehen von der Länge werden wir ganz bis nach vorne ziehen. Dann halt mal an. Sollte ja glücklich sein. Aber schaut's mal an, ne? Fahrplanmäßig. Wenn wir um 6 nach da. Jetzt ist es aber 3 nach. 3 Minuten Verfrühung. Also. Ja. Ist aber nach oben für mich, würde ich mal sagen, ne? So, also. Classic 6 zweimal. Warum einmal mit der OS-Kupplung ausgestattet? Die Classic 6 ist eigentlich eine US-amerikanische Lok, auch wenn die Engländer das eben Auftrag gegeben haben. Ich denke mal, dass sie da der Toll machen wollten mit der Classic 6, wo du da auf der kamischen Kupplung rangehst und einmal die europäische Hakenkupplung. Wobei, die gleiche Kupplungsart in Amerika haben sie auch in England, je nach Wagenart. Mir fällt jetzt gerade nicht der Fachbegriff ein, wenn ich das Hände, also ich will jetzt zwei Hände nebeneinander greifen. New Table, no. And. Ich denke mal, da wollten sie sowas nachstellen. Das Ding ist halt, ich glaube halt nicht, dass sie halt das Trainingscenter wirklich bewirtschaften werden. Weil, ja doch, das Video ist mittlerweile schon draußen. Das Trainingscenter gab es ja dann auch schon in TS Classic und Co. Und da waren dann halt auch erstmal die ersten Loks drin, wie sie es zu dem Zeitpunkt rausgebracht haben. So, wir nochmal erstmal stehen. Gut. Gut. Gehen wir raus. Wir haben ja eh gesagt, dass wir hinten. Also, bezüglich Trainingscenter. Ich glaube halt, die werden halt das wirklich bewirtschaften. Also ich wäre wirklich verwundert, wenn sie jetzt wirklich mit den neuen Loks hergehen und sagen, ja, das bringen wir rein und im Training Center sind da Tutorials. Ich meine, das Training Center ist totaler Schwachsinn eigentlich. Müssen wir mal schauen. Ich starte mal ganz kurz Steam und Train Simulator 2. Was denn? Ah, Train Simulator 3, Entschuldigung. Ich werde jetzt aber nichts spielen. Ich will einfach nur kurz was zeigen bezüglich Train Simulator 3. Dauert noch einen kleinen Moment. Ich werde mal ganz kurz wechseln auf Bildschirmaufnahme. So. Sag mal Train Sim World 3. Jetzt zeige ich euch mal ganz klein Beschiss bezüglich Train Sim World 3. Bevor wir dann wieder auf Train Jabber 2 zurückgehen. Weil da will ich immer noch den Intercity machen. Ja. Kurzes Warten. Ganz normal. Ah, und ich wundere, wenn ihr hier so ein Pop-Up seht, ich mache jetzt gerade Bildschirmaufnahme. Wie gesagt, das ist am einfachsten als wie Game-Aufnahme. Am Spiel, laut, bitte danke. So, Intro überspringen. Also, Trainingszentrum. Das Ding ist, also einerseits haben wir hier die Grundlagen, die total witzlos sind. Irgendwo, bei der, ja. Ach, seit wie gehe ich halt rum in Train Sim World und wie bediene ich Weichen?
hast aber einen ganzen Drittel Space für das Ganze, für die Minisachen. Und dann hast du hier das Training, ne? Und jetzt pass auf, für die neuen Sachen, ja, die sind hier im Training Center. Das wäre zum Beispiel für die BR-401. Wenn man dann hier drauf geht, haben wir hier, also Streckeneinführung mal vorausgenommen. Streckeneinführung, klar, wäre auf der Strecke, aber da Trainingszentrum. BR-401, ICE-1 Einführung im Trainingszentrum. Aber dann gehst du halt auf die alten Sachen, was du siehst, zum Beispiel da, Class 33. Das ist auf der West Somerset Railway. Die haben ja die alten Tutorials ja nicht mal umgestellt. Und die alten Loks sind nicht im Training Center drin. Also ich bin mal sehr gespannt, ob die nächste Dons hier rauskommen für Transient World 3 oder Transient World 2,5, wie auch immer. Dann die Tutorials tatsächlich im Training Center sind. Das einzige Problem, was ich dabei sehe, also mal angenommen, Daftel Games sagt, ja, alle zukünftigen Tutorials für die neuen Loks sind im Training Center, dann gibt es halt ein Problem und das zeige ich euch mal. Wir gehen mal ganz kurz zu Fuß erkunden, gehen mal ins Training Center rein und lassen das mal laden. Dürfte aber nicht allzu lang dauern. Oh, das ist ein schönes Bild, by the way. So, das Ding ist, kann ich bewegen, es ist halt jetzt schon relativ viel belegt. Wenn jetzt da noch ein paar Add-ons mit dazukommen, ah, danke Post, wo wollt ihr das Zeug hinstellen? Also haben wir hier ein Gleis frei, da haben wir ja ein zweites Gleis frei. Schauen wir mal kurz hier drüben. Ah, da war ein Zaun. Nice, ja, da gehe ich erstmal nicht rein. Der Punkt ist halt, hier ist halt irgendwann mal voll, ne? Klar, du hast hier deine Abstellgruppen. Da hast du, ich glaube, das ist das Durchfahrgleis, da hast du also ein Gleis frei. Da hinten bist du blockiert. Aber das geht einfach nicht auf. Ich meine, wenn ihr euch TS Classic anschaut, da gibt es unglaublich viele Lokomotiven, inklusive Schmalspur. Und das ist alles hier Normalspur. Das geht so nicht auf mit dem Trainingscenter. Die Idee ist cool, aber sollte Daftel Games jemals irgendwie die Intention zu haben, annähernd an das Potenzial von TS Classic ranzugehen, dann funktioniert das hier mit dem Training Center überhaupt gar nicht. Wie gesagt, es ist irgendwo lieblos. Das macht die alten Tutorials hier nicht gemacht. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt eine Designentscheidung gewesen ist oder bei keinem Platz oder so, aber ich meine, für mich ist das Training Center einfach nur ein Vorwand dafür, dass man sagt, okay, man hat irgendwie was Neues für Transient World 3, wo die Leute Geld ausgeben müssen. Das Ding ist hier totaler Kack. Also von mir aus hätten sie das weglassen können und dann die Trainings natürlich auf den Routen lassen können und sonst irgendwas Schönes machen. Aber wie gesagt, das ist der gleiche Scheiß, den sie in TS Classic schon gemacht haben. In 1:1. Also, ne. Sag's euch, da wird hier nicht viel passieren. Das ist einfach nur ein Argument zum sagen, ja, das haben wir was Neues. Was wäre, wenn man selbst aussuchen könnte, welche Lok man drauf hat? Ja, klar, das wäre natürlich eine Option, dass man hier irgendwie sagen kann, okay, ich kann, also ich meine, klar, wenn man sagt, hier zu Fuß erkunden, dann hat man natürlich irgendwie so ein Standard Asset an Loks, was da ist. Aber wenn man dann hier sagt, Training, dann wähle ich mir jetzt, was weiß ich, hier die Class 4 und Active 3 aus. Aber dann will ich halt, dass irgendwie das Training Center geladen wird mit der Lok drauf und dann habe ich mein Training drin. Hier zum Beispiel, das wäre halt wieder direkt auf der Isle of Wight. Also nur zu Demonstration, ich starte einfach mal das Training. Das ist auf der Strecke und nicht im Training Center. Da kommt auch gleich wieder der Sprecher, der mir dann zulullt, was ich machen muss. Seht ihr? Bin auf der Strecke.
Welcome to this class 483 multiple use. Ja, da fängt er schon wieder an zu zulullen. Das meine ich. Das ist total lieblos. Das ist ein echt totaler Beschiss mit dem Spiel. Weil es regt mich einfach total auf. Ich komme einfach nicht von der Aggression runter. Und da gibt es halt einfach so Spiele wie Train Driver 2, die einfach die Sachen viel besser machen und die einfach mal gar nichts kosten. Beziehungsweise TS Classic. Ich meine, TS Classic hat ja so eine unglaublich große Community. Wo habe ich es denn? Ich bin jetzt gar nicht in den Favoriten drin. Aber TS Classic mit die über 500 Add-ons und hau mich tot an Community Maps. Das lebt einfach von der Community. Und das haben sie mit den Trains in World 3 einfach nicht gelernt, dass sie auf die Community setzen sollten, weil die Community bringt das Spiel zum Rollen. Und da machen sie ja sogar noch mehr Geld, wenn die Community an dem Spiel arbeiten darf. Und was, das ist das Ding mit dem Editor. Ganz bei Train Sim World 1, wenn man so möchte, haben sie doch versprochen, ja, wir machen einen Editor, ihr könnt dann Sachen kreieren. Und dann so dreiviertel Jahr später hat es geheißen, Editor gibt's nicht, aus lizenztechnischen Gründen. Das haben wir aber erst ein dreiviertel Jahr später gemerkt. Und das kriegen dann nur lizenzierte Partner und dann tun wir das offiziell publishen. What? Da haben sie ganz am Anfang schon mal eine Falschinfo rausgebracht. Das war ja schon mal eine Verarsche für sich hin. Weil da haben sie dann schon mit der super 3D-Grafik geworben mit Unity und super geil. Und das ist TS Classic in super scharf. Und dann ist nichts draus geworden. Ich meine, jetzt hast du in TS Classic diese vorgefertigten Routen, die sicher published haben, aber nichts mit Community. Du hast halt jetzt den Creators Club, wo du halt Libraries runterladen kannst und so ein, zwei Szenarien, wo du sagst, ja, ich darf fahren von A nach B und da ist ein bisschen KI-Verkehr drin. Aber das ist bei weitem nicht das, was sie mit TS Classic haben. Ich meine, das ist einfach eine kastrierte Version vom eigentlichen Train Simulator von Railbox damals noch. Oh, ich könnte doch stundenlang drüber reden. Das ist echt furchtbar. Das ist Verarsche pur, was Darf der Games da macht. Und ich wünschte so sehr, dass DTG irgendwann mal da voll auf die Fresse geht, wegen dem, was sie da machen. Wirklich. Jetzt Potenzial muss nicht aus, sondern die machen einfach einen Cash-Grab mit den Leuten. Und es funktioniert leider jedes Mal. Echt furchtbar. Uah. Okay. Ich glaube, das war mein heutiger Rant. Also es ist 14. Ich würde mal sagen, ich gehe mal in Twin Driver 2 wieder rein. Und zwar als Driver. Ich werde davor mal dezent zu nicht Bedürfnissen nachgehen. Wird mal in einer Minute 2 wieder da sein und dann suchen wir uns was aus. Wobei ich schau mal. Ziemlich schlecht aus mit Intercity. Wir hätten gern Frachtverkehr. Will aber nicht nochmal Frachtverkehr machen. So, mal all zweimal. Acht. Acht. Ja gut, mal schauen, was sich tut. Ich bin mal für eine Minute zwei weg, liebe Leute. Back. Ja, kleine Pause. Kommt gleich wieder. Macht's keinen Blödsinn im Chat. Wir sehen uns in ein, zwei Minuten wieder.
So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich werde meine Screen wieder wechseln. So, Intercity. Ich würde mal sagen. Cancel, ich hätte gern. Bessischer Express, ich glaube, wir fahren. Na, wisst ihr was? Wir fahren mal mit einem Triebwagen und machen dann Express. Das wäre dann. Da sollen wir einmal Triebwagen fahren? Hey, Nero, du entscheidest. Sollen wir mit einem Triebwagen Express fahren? Einzel-Doppeltraktion? Oder sollen wir mit einer Elektrolok fahren? Auch ebenfalls Einzel- oder Doppeltraktion? Als Intercity. Jetzt ein paar Varianten. Ich wäre geneigt dazu, mit einem Triebwagen zu fahren. Express-Konfiguration. Einzelner Triebwagen als Express. Okay, dann mache ich aber was Neues draus. Oder EN 750. Ich glaube, was haben wir denn für eine Lackierung? Nehmen wir mal die 170. Tun wir das mal kurz benennen. EN. Moment. EN 70, 86 Meter. Von. Mal mit rein. Baumax weiß ich auswendig, das ist 110 von allen Triebwagen da. Ich mir gerade mal kopieren, weil das brauche ich dann später für den Fahrdienstleiter. Und sage hier noch Byte. Cool. Station, die uns annimmt, wäre Katmanis. Da waren wir heute schon mal. Bitonia auch. Okonglone wird uns nochmal annehmen. Ich glaube, das machen wir mal, weil das ist eins der größten Bahnhöfe hier. Passenger Service. Ja, das Gleis kenne ich so gut. So, Fahrdienstleiter, Level 9, alles klar. Ich will auch gerade schon die Analyse haben. Aber nicht von uns, da ist gerade die... Ach, der FBI-Typ, den habe ich heute schon mal gesehen. Wir sagen erstmal rechte Lampe an hier, weil wir werden da vor uns am Bahnsteig fahren. Hinten machen wir das auf der linken Seite. Oh, der Kollege fährt gerade weg. Das gebe ich mir. Der hat vermutlich gerade vorher die Rangierfreigabe gekriegt. Ja, mit der sind wir auch gerade vorher gefahren. Nur halt im Güterverkehr. Das ist hoffentlich nicht so doof und bleibst davon stehen, oder? Ja, okay. Also der macht einen Intercity-Service in Fahrtrichtung. Haben wir rechts jetzt hier freigeben, das passt. Sind wir aber blau-gelb unterwegs? Ich dachte, das wäre so weiß.
Aber die Rangierbeleuchtung bitte erstmal passen. Macht sein Erstwort. Also ich finde schon cool, hier seinen echten Eisenbahnbetrieb zu sehen. Wünscht nur die Bewegung, wenn hier irgendwie smoother, aber ja, das ist ein bisschen abhängig davon, was die Leute halt für eine Internetgeschwindigkeit haben. Also wird er von mir die Analyse haben. Ja, 1750 V Max. Passenger. Press. Siding. Alles klar, ich hoffe, das nimmt das so. So, also was ich ihm jetzt hier gleich sagen werde, ist, wir machen einen Passenger Express, Ende wird ein Siding sein und Abfahrt ist nicht früher als wie in 15 Minuten oder später. Die Landschaft sieht etwas polnisch aus, finde ich aber trotzdem ganz angenehm. Man kann das mit dem Design tatsächlich ändern. Ich gehe mal hier kurz in meine Settings, hier bei den Graphics. Da hat es hier das Post-Processing drin. Da hier wird es momentan UE aktiviert. Ich mache jetzt mal None. So sieht das Spiel im Original aus, ohne dass irgendwas geändert worden ist. Ne? Ich finde, das sieht aber irgendwie ja, also düster aus. Aber man kann das halt ändern. Also ich muss mal kurz zeigen, da ist teilweise echt total verrückte Sachen mit dabei. Zum Beispiel, da ist das Auto drin. Kamera. Dann Profile. Es hat auch so schwarz-weiße Effekte mit drin. Das ist total witzig. So grünen Filter. Dann hat es noch so ein HDR für dunkel. Horror-Effekte. Wer mag. Was haben wir denn noch? So Movie-Dinger. Ubuntu, irgendwie ist es super mega dunkel. Movie 5. Also man kann sich wie selbst aussuchen, wie das Spiel aussehen soll. Also ich finde jetzt auch das UE-Design halbwegs okay. Aber es ist eine coole Sache, dass man sich das einstellen kann, wie das Spiel so aussehen soll. Eine nette Sache. So, ich bleibe erstmal hier auf der Rangierfahrt hier drin. Interessant, dass man hier schon jetzt Zugzielanzeige drin hat. Ja, beschwert sich gerade, dass meine Nummer nicht passt. Da hat er recht. Muss ich kurz anpassen. Für Express sind es 4 Ziffern. Ich glaube, das war hier. 1, 2, 3, 4. 7, 3, 4, 5. Alt updated. Ja, ich werde Ihnen geben, dass die Gebäude und das alles da wurden auch in die Züge ganz gut passen. Ja, es ist halt alles schon ein bisschen älter. Ich meine, die Eurofirma-Sachen, was wir hier sehen, die fahren auch bei uns noch rum. Ja, in modernisierter Fassung teilweise. Ich meine, das ist das Eurocity Regional als Nike-Chat noch. Also, ich würde sagen, es ist noch relativ aktuell, die Sachen. In unterschiedlichen Fassungen. Ich meine, der Triebwagen da, der ist sicherlich veraltet. Wenn man sich gerade mal die Front mal so anschaut. Was wird denn der sein? Ich hab noch nicht nachgeguckt, aber ich würde mal sagen, so 60er, 70er? Plus, minus. Ja, vielleicht sogar älter. Kann sogar 50er sein.
Also vom Aufbau. Ich habe mir auch schon überlegt, ob das nicht vielleicht sogar aus Deutschland kommt, von der S-Bahn her. Weil mir kommt das Grunddesign relativ bekannt vor. Aber ja, da kann ich mich irren. Und ansonsten, ja, die Umgebung ist industriell angehaucht, um es mal so zu sagen. Aber ansonsten schön. Also, es ist ein passendes Szenario für das, was es hier machen will. Also, es ist einfach eine polnische Staatsbahn, die hier nachgebildet werden soll, halbwegs realistisch, und für das passt. Sieht das an der Seite vielleicht dran, wo man der Zug ist? Also wir haben hier die Zugnummer 230-044-0. Da steht 2015-05-130 drauf, das war aber die Revision. Ich glaube nicht, dass hier das Produktionsjahr draufsteht. 22-38 ist die Abfahrt in Okongloni. Ja, und wir machen ein G-Signal. Gut, dann düsen wir mal ab. Achtungspiff. Ich habe 8 Minuten Zeit. Lass mal schauen, was hast du mir jetzt... das wollte ich jetzt nicht. Was hast du mir gegeben? Wir fahren Express bis nach Zermin um 6.50 Uhr. Da haben wir einen längeren Halt. Dort in Klokwowice haben wir noch einen kurzen Halt und Endhalt des Hetman ist. Ja, alles klar. Ist okay. Ich glaube, der nächste Halt, der ist in Fahrtrichtung. Also können wir hier in die Richtung dann alle drei Lichter anmachen. Mal nicht komplett vorziehen bis zum Signal. Hier stehen. Sind ja eh nur kurz unterwegs. So, Türen auf. Wir machen alle Lichter an vorne. Hinten hier auf neutral. Hinten machen wir das weiße Licht aus. Machen jetzt zwei roten an. Und werden das jetzt mal ganz kurz kontrollieren. Das sieht gut aus. Schauen wir mal kurz die Vorderseite an. Perfekt. Ja, für den Fall, dass es nicht die Fahrtrichtung ist, müssen wir vorne hier wieder alles abschalten. Aber das ist gut. Cool. Also 31, 38 Abfahrt, 40 Durchfahrt bei Bischotny, dann Vitonium 48, mit einer 70er Passage, Zermin, Kolonia, sofort 2,50, nächster Halt 6,50. Ja, dann können wir erstmal hier ein bisschen Gas geben. Cool. Also theoretisch, ne? Es kann sein, dass es doch voll schief geht. Wenn ansonsten hier kein Kollegen, der irgendwie am Fahren ist. Mal kurz gucken. Ja, nur zwei andere unterwegs. Die sind gerade auf der Strecke. Er ist vermutlich ein Intercity mit der Geschwindigkeit. Er könnte ein Regional sein. Gut. Anderer Förderstand. Liebe Leute, ich lasse euch noch mal ganz kurz alleine für ein paar Minuten. Ich lasse den Skill nochmal drin. Ihr seht, wenn irgendwas Spannendes passiert. Und ich nicht. Macht's keinen Blödsinn, ne? Wobei, ich mache euch das noch auf, dann seht ihr auch noch den Fahrer. Falls er Blödsinn macht.
Da bin ich wieder. Was steht das an der Seite vielleicht dran, von wann der Zug ist? Nö. Also ich glaube, das glaube ich ist ein Ping. Ich sehe an, welche Signale hier hinfahrt. Aber nicht, was für ein Zug das ist. Also ich meine, als Dispatcher siehst du das, was für ein Zug was ist. Aber ich so nicht. Irgendwie ist das Bild dezent eingegrenzt. Die Grafikeinstellung falsch. Ja, ist sie. Und keiner sagt was. Mein Gott. Das ist schon mein Spieler. Der hat einen Personenzug gemacht. Nein, das ist kein Personenzug. Das war ein Mannschaftswagen mit Gütern. Alles klar. Von hinten kommen. Es dürfte der Krajewski gewesen sein. Ah, und das ist der Automat. Oh, schönes Slippery. Ah, mir gefällt meins besser. Erinnert mich so ein bisschen an die Niederlande. Was setzt mit ist mitten in Polen? Hast du jetzt gerade echt nachguckt, wer das ist? Doch, dann ist der Chat. Das Ding ist halt, du kannst es halt nicht wirklich als Streckenguide hier nehmen, weil zwischen den Bahnhöfen sind halt unterschiedliche Szenarien und zwischen dem Bahnhof und dem nächsten ist nicht der echte Bahnhof, also nicht unbedingt, es kann auch ein anderer sein, weil die Spieler suchen sich quasi die Bahnhöfe aus, wo sie halt den Fahrdienstleiter machen und so schicken es halt die Leute hin und her. Zwischen den, quasi dem Bereich der Fahrdienstleiter sind dann random Szenarien und random Bahnhöfe. So ungefähr ist es hier aufgebaut. Ja, da weißt du, ich bin verdammt neugierig. Ja, tatsächlich. Hast du mich, hast du schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt als wie ich bezüglich der Strecke? So, 38, Abfahrt. Was ist los? Ich bin Abfahrt. Jetzt haben wir schon wieder Verspätung. Wieder Intercity. Er schreibt Fehler. Er sagt mir jetzt bitte nicht, dass ich hinter dem hier hinterher fahre. Dankeschön. Ich habe Signal gekriegt. Ich habe mich doch bestimmt wieder vergessen. Wieder von mir. Irgendwas hat mit der Nummer. Mal ganz kurz übersetzen, was er da mit der Nummer haben will. 7 November. Hat eine Nummer. Ich will, dass ich die Nummer ändere.
Ich glaube, ich tue noch mal challengen, ob das jetzt nicht express ist. Oh, ich darf keinen Express fahren. Oh, Mann. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir halt regional. Ah, Mann, ey. Gut, dann gehen wir mal hier Schmackes. Kein Glück, ne? Jetzt sind wir hinter 100-Sektion. Ah, okay, also den Fahrplan soll er nicht ändern. Ja. Hä? Was soll denn das? Ich meine, jetzt sind wir von der Nummer her als regional eingestuft. Im Fahrplan steht aber noch 4 Nummern drin. Das ist ein Express. Und der Fahrplan ist nach wie vor gültig. Und wir haben auch keinen Halt erstmal bis Zermin. Und jetzt muss ich was ändern. What the fuck? Ah, ich hinterfrag's nicht. Sonst kommt er doch irgendwie auf die Idee, wir müssen da noch Fahrplan ändern und dann darf ich nicht durchfahren. Das will ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich glaube mal irgendwie so... Ein Spiel, bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, du bist jetzt gerade irgendwie wieder mal aufhängen. Jetzt hier mal kurz eine Chase Cam machen. Ich kann es leider nicht von vorne machen. Lass mich das Spiel nicht machen. Da war ich beinahe zu schnell über die 70er drüber gefahren. Ich werde so lachen, wenn der nächste Fahrdienstleiter sich beschwert, dass ich jetzt einfach mal 5 Nummern habe anstatt wie 4. Und da haben wir den Freeze. Na, wen haben wir denn jetzt? Den Kaniak. Der ist in Ausbildung. Ja, von dem erwarte ich jetzt nicht, dass da irgendwas kommt. Moin. Cool, Fahrstraße ist frei. Und beim nächsten Halt muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Ich glaube... Was ist denn das jetzt schon wieder? Bejast Podeni. Ah, Entry Given, also Einfahrt ist erlaubt. Ich glaube, ich schreibe mir das nochmal in der Word-Dokument rein, was die most common Sachen hier sind. Da muss ich nicht jedes Mal nachgucken. Doppelweiß.
By the way, Nerdo, kannst du mal gerade just for fun mal so einen Sound Alert auslösen? Ich würde es mal interessieren, ob der funktioniert. Hä? Yeah, was ist das jetzt? Ütu, Mass, Kretzelot, nie. Ja, sagen wir mal, ungespießt. Ja, also wenn du hier bei Twitch zuguckst, dann kriegst du irgendwie so Kanalpunkte und unter dem Chat, da kannst du wie so Alerts auslösen. Ah, no, next stop is Zermin. Sollte eigentlich sehen. What the fuck? Das war gerade laut. Das war so klar, dass genau das jetzt genutzt hast. Au. Ich hoffe, das war für dich auch laut. Das war echt unangenehm. Sein Bereich kennst du. Sehr gut. Also wenn ich mich nicht täusche, was? Naja, das ist das Handy fast in der Wanne. Was sitzt du in der Badewanne? Es ist auch immer gechillt und zu cool, da mal zuzugucken. In der Badewanne chillen. Ja, aber ich glaube, von rechts müsste jetzt bald die Hauptstrecke wieder kommen. Oh, was? Ich bin zu schnell. Gut, dass du es sagst. Okay, was haben wir hier? Hier scheint ein bisschen was los zu sein. Okay, das ist halt. I don't know. Was? Irgendwas mit Zona. Mit Zonia. Das ist mit 70 hier sein. 48, eine Minute Verspätung. Das heißt, wir schauen auf 52 mit Zerzwing Kolnia. Was? Nein, meine Ex. Ich darf nicht mit. Ich sitze auf der Waschmaschine und schau dir zu. Du sitzt noch viel schlimmer, das ist auf der Waschmaschine. Wow, du Armer. Kein gemeinsames Baden. Ist die Waschmaschine denn wenigstens aus?
jetzt so langsam ist. Ist aus. Naja, wenigstens etwas. Ich glaube, wir werden mal versuchen, dass wir ein bisschen zu schnell fahren. Das ist ein Level, wo der Fahrdienstreiter noch nicht irgendwas sagt. Zumindest in der Theorie. Ich möchte dann später nichts sehen, wo sie mich irgendwie blöd bewertet haben. Ich will mal ganz kurz die Aufnahmeart ändern. Ja. Ist dann arg zu schnell. So, um 52 sollten wir in der nächsten Plattform sein. Also ist der nächsten Szenerie, wenn er jetzt hier zum Laden anfängt. In der Praxis ist er gleich so pingelig, dass er gleich meckert. Oh, du, das braucht die auch nicht viel, dass die meckern. Das haben wir gerade vorher auch schon gemerkt. Also, je nachdem, was du für ein FTL hast, hast du eine Arschkarte gezogen. Abgesehen davon, dass ich jetzt einfach kein Express sein darf, obwohl ich einen Express-Fahrplan habe, bin ich nur überrascht, wie gut es weitergeht. Der nächste FTL hat die Einfahrt nicht offen. Außer er sagt, er gibt uns ein rotes Signal. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er in Termin uns ein rotes Signal gibt, wenn wir da länger stehen. Wer ist denn der nächste FTL? Level 19. Der Timon 17. Okay, der hat Ahnung. Aber ich kann aber erstmal wieder Gas geben. Max 110, aber ist auch da abgebildet. Oh, Scheiße. Der FDL hat. Das war jetzt so meine irgendwas. Das war das um 52. Und er ist wieder da. Brezelot, was heißt denn das jetzt schon wieder? Brezelot. Moment, jetzt der Minus Mann halten. Also, der nächste Bahnhof. Wie ist so die Vorstation? Sezamin Colonia und dann Sezamin PD als Haupthalt. Naja. Ankündigung 480. Also ich muss sagen, also Eigenlob stinkt, aber ne, so unter echten Druck fahre ich irgendwie besser. Als wie die normalen Szenarien.
So, und da war der Hauptbahnhof. Jetzt, wo das Wasser kalt ist, darf ich mitbaden. Mau, das ist aber nicht gut, du. Ich glaube, das mit dem Baden müsst ihr nochmal ausverhandeln. Oh, 56, jetzt ist 56. Ich bin zu spät. Ich kann nochmal Schmackes. Einmal war 70 und da Stellberg und er schaut uns zu. Da wird jetzt schon unglücklich sein, dass wir zu spät sind. Zumindest von der Ankunft her. So, bremsen wir mal ein bisschen rein. Ja, die Bremsung war für den Arsch. Gut, wir haben hier stehen. Wir könnten eigentlich noch weiter nach vorn fahren, aber das. Fuck! Ich habe die ganze Zeit die Türen offen gehabt. Oh fuck. Ich hoffe, das gibt kein Complaint. Fuck. Nero, ja, viel Spaß beim Baden und beim Schmusen. Jetzt. Will, dass ich durchfahre. Wir skippen. Alles klar. Gut, dann fahren wir wieder weiter. Ja, das mit den Türen habe ich in Train Simulator 2 auch immer gehabt. Das war das auch immer der ganze Dienst, wenn du dich noch erinnern kannst. Das war das, wo ich ja so ewig lang gesucht habe. Aber warum tut er jetzt PT halten? Ich muss jetzt mal ganz kurz Shortcuts nachgucken. Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. PT wäre ein Betriebshalt. Ich habe nicht nachgeschaut. No. PO wäre natürlich klassisch die Passenger Platform, dass wir da durchgefahren sind. PH wäre der eigentliche Halt gewesen. Ah, shit. Es gibt Stress. Oh Mann, also rein vom Fahrplan. App.
man nicht einmal kalten. Das wäre ein Betriebshalt. Das ist ein Betriebshalt. Hier wäre das Ende. So, was sagt er jetzt dazu, wenn ich jetzt im Dist dann sag? Ganz kurz ins Rating reingeschaut, aber ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt ein Negativ-Rating gekriegt habe. Oh, er hat mich positiv bewertet. Trotz meinen Fehler. Oh, nice. Gut, da machen wir weiter. Sind aber Overspeed. Mann, warum ist mir das hier auch gefallen? PT. Und jetzt ist auch klar, warum wir uns ja da durchschicken wollten. Wir waren vor der Zeit. Also, ja gut, nicht ganz. Wir waren 7 nach. Und wollten das gerade schnell durchhaben, bevor wir tatsächlich dann einen Betriebshalt haben. Moin, Kollege! Optische Lackierung. Also dieser Piepser, der geht mir so auf die Nerven. Und jedes Mal holt er mich raus, ey. Mega laut. Ja dann, fahren wir auf Signal erstmal, wenn wir keinen Halt mehr haben. Bisschen Overspeed. Wir bremsen mal. Hast du eine Wolke messen? Ist schon ein kleines Problem mit Dollar Station. Hä? Den haben wir hier. Level 4. Ich glaube, jetzt kriegen wir unseren Halt. Mal auf 70 runter. Sagen wir hallo. Ja, und das freigeben. Sehr nice. Ja, dann gehen wir gerade wieder Gas. Aber es scheint so, dass er jetzt die Einfahrt drin hat, aber die Ausfahrt noch nicht.
spannend. Wäre planmäßig eigentlich eine Durchfahrt und dann kommt der nächste Regio-Server hier entgegen. Meinst du? Ja, dann grüßt, aber wir haben nicht zurückgrüßt. Und jetzt gibt er mir ein Signal. Was für ein Arsch, Mann. Ich will mich extra runterbremsen lassen hier. So. Ich weiß nicht, ob ich ihm mal positives Rating geben will. Also schön wäre es gewesen, wenn er mir gerade einen Durchflug gegeben hätte. Ich schau mal, ob er mich schon bewertet hat auf einem anderen Monitor. Ja, hat er gemacht. Okay. Dann gebe ich auch mal einen positiven. Aber das nächste Mal gerne Durchfahrt, bitte. Ist ein bisschen fies da. Mit anhalten. Dabei da ja anhalten. Obligatorische Dankeschön wieder raus. Wie könnte das sein? Ah, schön. Ja, for safe ride. Ja, hoffen wir nochmal. So weit haben wir es ja nicht mehr. Mal schauen, ob der nächste Betrieb soll wir auch wirklich machen. Ich glaube, wir haben tatsächlich mal einen sauberen Szenarioübergang. Wir können jetzt sogar ein bisschen Gas geben. So 10 km/h schneller als wie vorher. Oh, und wir sind allein. Ne? Überlegt, dass ich es mit dem Liebs halt. Aber was hast du denn jetzt schon wieder? Bitzikonik.
So, machen wir das gleiche wieder. Wir wollen das Abstellgleis. Jetzt 2020. Krass, das ist eine mega Verfügung. Das ist mal was Seltenes hier. Schon ein bisschen Schmackes geben hier. Gut, Siding hier ist noch electrified. Next. Schauen wir mal, ob die nächste Station Abstellgleis hat, wo wir beenden können. Und wenn ja, dann hätte ich gerne noch einen Fahrplan. Ja, ist mir schon klar. Ja, wir haben den Stock Move to the next station. Wir machen die Lichter schon mal aus. Wir machen den Main Lamp aus, Left Lamp aus. Rechte Lampe lassen wir mal erstmal an. So, hinten machen wir die roten Lichter aus. Machen die linke Lampe an. Mal schauen, was er sagt. Was die nächste Station ist, der bei ihm angebunden ist.
Der nächste Station ist definiert von Fahrplan. Ah, im ganzen Simulator. Okay, alles klar. So, dann fragen wir mal die nächstbeste Station für eine empty Stock Move. Wer am nächsten ist oder was für ihn am besten ist. Und probieren wir da unser Glück erstmal. Bis er das mal hat. Schau mal ganz kurz. Von den Lichtern her. Es sieht richtig aus. Gehen wir kurz nach hinten. Also wenn wir in Fahrtrichtung weitermachen. Hinten ist wieder alles weiß. Wieso? Oh Mann, ey. Jetzt okay. Warum sind denn jetzt beide weiß? Mann. So, jetzt müsste eigentlich alles aus sein. Ja, ist es. Left Lamp an. Sieht okay aus. Stare Lipovo, da waren wir jetzt noch nicht. Jetzt gerade nochmal ein Double-Check. Ist okay. Da passt es auch, aber nur wenn wir halt in Fahrtrichtung weitermachen. Ah, EMU. Also gerade EMU. EMU wäre dann Diesel. So, 25 Abfahrt. Glaub, ich frage ihn gerade mal. Abfahrtrichtung. Will der Departure? Geh.
Gut, er hat es mal bestätigt. Es ist via Signal G. Dem hier. Ja, dann kann ich jetzt warten. Also, kenne den Bahnhof Astana Nepobo jetzt nicht, aber ich hoffe mal, dass wir jetzt hier ein Siding hätten, wo wir dann uns abstellen können. Aber Leute, wenn ihr das spielt, das was ich jetzt mache, das ist total optional. Ihr hättet sie quasi schon quitten können, ab ins Hauptmenü und dann wieder was Neues machen können. Aber ich möchte aufs Nebengleis fahren, bis aufs Abstellgleis, das Ding abrüsten. Fuck to be, echt? Wenn man den Zug nicht übergeben würde. Wo hat der eigentlich sein Stellwerk? Mindestens nicht hier. Vielleicht weiter unten. Na egal. Boah, freie Fahrt. Oh, Wahnsinn. Was ist Signal heute schon dezent ein bisschen am Verrecken? Ja, bin mal sehr gespannt. Also wenn es am nächsten Bahnhof ebenfalls nichts hat, dann werden wir mal einen Request machen, dass wir noch einmal eins weiterfahren, weil ich mich auf alle Fälle auf Abstellgleis fahren. Ich möchte nicht auf dem Bahnsteig enden. Kann hier mal ein bisschen zurückgehen. Aber ja, beeilen müssen wir uns erstmal nicht mehr. Jetzt hat es ECS. Level 3. Ach klar. Reich wie ich. Aber der nächste Szenerie. Oh, ich hoffe so, dass der ein Abstellgleis hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten EFTL damit rechnen. Ja, ja, der erinnert dann am Bahnsteig. Und weg ist er. Was er doch ein bisschen realistischer haben will, das ist ein bisschen nervig für den FTL. Ich soll halt dezent ein bisschen extra Arbeit machen. Der nächste FDL ist halt kein Arsch. Na komm, Spiel. Warte mal, Szenerie. Oh, danke schön. 120. Mechanik BP.
Täusche mich oder hat man den vorher schon? Aber ich glaube, die Szenerie habe ich noch nicht gehabt. Dann fangen wir mal ganz direkt. Eis ist möglich. Sehr gut. Ja dann. Also zwei Sachen können jetzt gleich passieren. Entweder bringt er uns erstmal auf die Passenger-Plattform, also auf den Bahnsteig. Dann machen wir Manöver. Oder er bringt uns gerade direkt rein. Aber ich vermute mal, wenn die Fahrstraße jetzt schon dicht ist, wird es dann erstmal der Bahnsteig sein. Meine Vermutung. Ich würde jetzt gerne mal im Chat abstimmen, was als erstes passieren wird. Bahnsteig oder Nebengleis? Eben der vorherige hat er gemeint, dass er nicht weiß, was am nächsten Bahnhof so ist. Und hat uns, glaube ich, erstmal blind losgeschickt. Ja, und da ist die Warnung. Ich kann ein bisschen übersehen. Oh, das war knapp. Ich hab da nicht fast die Warnung gekriegt. Oh, das ist aber unser Gleisvorfeld hier. Und? Bahnsteig? 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 Ja, Bahnsteig. Ah, ich hab's mir gedacht. Eine Haltetafel hier? Nehmen wir natürlich nicht. Aber sieht so aus, als wenn der FTL auch nicht gerade unterwegs ist auf dem Bahnsteig. Weil dann doch noch gerne ein bisschen zu. Ist er da? Ah, ich dachte gerade, da rechts steht er. Okay, das ist jetzt auch mal neu für mich. Yeah.
Plattformnummerierung haben wir jetzt irgendwie auch nicht. Ich schau mal kurz auf die andere Seite. Geron 4 da. Geron 4. Der stoppt at Baron 4 bei den Instructions. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Können wir denn überhaupt nach vorne weiterfahren? Das glaube ich sind hier Kopfgleise. Ja, sind's auch. Ich könnte mir denken, dass er sagt, zurückfahren. Was Koto Sim C2. Okay, ich will mal ganz kurz was testen. Nach hinten sind's. Ja, ist garantiert in Fahrtrichtung. AC2. Ja, Plan wäre jetzt nicht schlecht. Die Signale ist offen. Ich hoffe, da hätte ich echt weiterfahren können. Oh, schickt er uns hier vorne rein. Was haben wir hier? Das ist G4. Ich glaube, ich fahre jetzt dieses Mal bis zum Halt. Hinten sind ja nicht beschriftet, oder? Mal auf das Signal hier. E2. Dann wird C2 da vorne sein. Und Cap Change. Alles klar. Machen wir mal anhalten. Ja, wir sehen sie nicht, aber das da vorne dürfte dann C2 sein. Alles klar. Wir gehen auf Neutral. Machen die linke Lampe an. Das dann auch gerade mal kontrollieren. Sehr gut. Das passt. Eine Cap Change. Right damped on. Ebenfalls hier kontrollieren. Passt. Cool. Saft auf die Leitung.
Ah, ich glaube, ich schreibe nichts. Wir fahren jetzt einfach mal. Wir haben schon die Freigabe. Also wenn irgendjemand von euch irgendwie so einen Streckenplan von dem Ganzen hier hat oder Bahnhofspläne, die man auch lesen kann, dann wäre ich sehr froh, wenn ihr mir die mit zuschicken könnt. Ah, eigentlich kann ich mich bei jeder Station einfach mal als Dispatcher anmelden und mir dann den gleichen Übersichtsplan ausdrucken. Da komme ich aufs Gleiche. Umständlich. Aber das wäre auf alle Fälle eine Möglichkeit. Schauen wir uns das mal von hier an. Also abgesehen davon, dass ich da wirklich auf dem Perron gehalten habe, würde ich sagen, weil das ist ein schön sauberes Manöver. Hier haben wir kurz einen Achtungspfiff. Perron 1. Da ist unser FDL, der uns zuguckt. Da drüben sind wir gerade vorher gewesen. Wer sind wir denn hier? Ich und ein anderer noch. Dienst da hinten irgendwo. Ja, mein Schiffer ist frei. Also gemein und schau mal gerade schon mal nach, ob er mir eine Reputation Game hat. Na, hat er noch nicht. Ich bin echt gespannt, ob er mich positiv bewertet. Das ist, dass ich jetzt hier einen extra Nerv. Gibt's ja noch mal so ein Gütersiding hier drin. Ob man die Toilette aufmachen kann? Hab nicht bemerkt. So, mein Jung. Oh, da mein, der zu schnell ist. Wo schickst du mich hin? Ach, mal jetzt hier noch meinen Rangier halt. Gehe mal stark davon aus, dass es jetzt wieder ein. Oh, aber ein Kilometer. Nee, doch nicht. So, Cup Change.
Okay, dann wollen wir hier mal ändern. Die Lampe. Okay. Alter, es ist schon wieder die Türen offen. Nachgucken in Fahrtrichtung. Ja, das passt. Alter, wie peinlich. Ich habe die Türen offen gehabt. Ah, Mann. Peinlich, 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 peinlich. So kriege ich für Diska Warnmeldung. Das gleiche wie die Lichter, ne? Schreiben wir mal rein. Echt jetzt noch mal weiter. Ja, sieht ganz so aus. Oder ne? Da hätten wir unseren roten.
So, gerade mal kontrollieren. In einem Kilometer hätte er wieder eine Freigabe hier drin. Das Rangiersignal ist aber auf Halt. Okay, ich würde sagen, das ist es. Wir machen hier mal die Lichter aus. Ebenfalls hier. Schaut sehr gut aus. Gehen wir mal ganz kurz auf die andere Seite. Oder er sagt, wir sollen mal aufhören. Wir machen hier mal alles aus, was wir gerade irgendwie anhaben. Okay. Damit sollte der Pantograph unten sein und komplett aus. Ist es. Cool. Ja, liebe Leute, das glaube ich war es erstmal mit dem Livestream. War schön. Abenteuerfahrt und cool, dass wir hier noch ein kleines Manöver machen konnten. Und ja, mal schauen, was das nächste Mal kommt. Ist echt spannend und cool, was die Fahrdienstleiter so weitermachen und wo man halt so hinkommt. Hoffe, euch auch gefallen und das ganze Video gibt es dann später auf YouTube. Ich bin mir nicht sicher, ob es in ein Teil oder zwei Teilen sind, das wird doch wieder 2,5 Stunden unterwegs. Holy schmoly. Ganz schön lange Zeit. Aber ja. Bis wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht es gut. Gute Fahrt. Und ja, vielleicht sieht man sich sogar in Train Driver 2.